bin so schön. Von Alka Hest. Es ist kaum auszuhalten, dass ich so schön bin. Um noch schöner zu werden, lasse ich mir morgen mein Fett absaugen und die Lider straffen. Übermorgen lasse ich die Falten wegspritzen und meine Ohren anlegen. Am Freitag wird dann der Höcker auf meiner Nase entfernt. Mit meiner Körbchengröße bin ich auch nicht zufrieden. Mal sehen, was sich da machen lässt. Mein Freund lässt sich ja auch bald Bauchimplantate einsetzen. Man wird uns lieben und vielleicht werden wir sogar berühmt, weil wir so attraktiv sind. Es wird mal wieder Zeit für mich, mir was von Prada zu holen. Mal sehen, was im Fernsehen läuft. Oh, schon wieder ein Krieg in Somalia. Hört das denn nie auf? Die armen Menschen hungern und sterben dort. Entsetzlich. Wie schlimm, aber ich kann es ja sowieso nicht ändern. Vielleicht etwas spenden, aber kommt das auch dort an? Ich habe kein schlechtes Gewissen darüber, dass es mir so gut geht. Ich kann ja nichts dafür, dass ich in diesen Teil der Welt, wo alles besser ist, hineingeboren wurde und lebe. Außerdem gibt es genug andere Menschen, die sich für die Armen einsetzen. Finde ich gut und unterstütze ich moralisch vollkommen. Ach herrje, gleich kommt ja mein Visagist. Werde noch schnell duschen gehen, damit ich frisch wirke, wenn er kommt und er dann auch so sieht, wie schön ich bin. Wo? Von Alka Hest. Wo ist ein Gott oder eine Göttin, um diese marode Welt zu retten? Wo ist die vielbeschworene Menschlichkeit, die diese Welt allmählich heilt? Wo wird es je Zeiten geben, in denen nicht vergewaltigt wird heiliges Leben? Wo kann ein System entstehen, in dem man sagt, das Leben ist schön? Wo liebt man die Wahrheit mehr als die Lüge? Wo ist je ein globaler Friede? Wo ist diese Welt? Ich weiß es nicht. Sehe nur tagtäglich, dass man einen wie dich und mich ersticht. Utopia, Eden, wird es hier nie geben, da zu viele sich zum Gott erheben. Engel von Alka Hest. Sie werden geboren, manch einer ist dann schon verloren. Ihre Mütter und Väter sind oft so fern, wie ein weit entfernter Stern. Die Welt macht es ihnen zusätzlich schwer, kommt übel gewandet, geschwind daher. Manch einer kommt vom Wege ab und nähert sich dabei dem Eigengrab. Doch jene hier, die sich nicht lassen verdrießen, werden ihr Dasein hier genießen. Einsamkeit kommt nicht über Nacht.
sondern wird aus dem eigenen Herzen hervorgebracht. Doch wer reich ist an Gefühl im Herzen, lernt niemals kennen diese Schmerzen. Derjenige, der sich selbst nicht lieben kann, kommt auch nie an andere Seelen heran, sondern ist ewig gefangen in einem dunklen Verlies aus Pein. Man nennt es oft auch Herz aus Stein. Mag so manch einer über dieses hier laut lachen und sich kaum Gedanken darüber machen. Wichtig hierbei ganz allein: ein Engel ist in vielen inwendig rein. Armut von Alka Hest. Wer niemals den Nektar der Liebe gekostet hat und sich nur von den bitteren Wassern der Niedertracht nährt. Wer eine Rüstung aus hohler Arroganz sein eigen nennt und dabei denkt, dass er erkennt. Wer glaubt, man stehe unter ihm und sei ein kleiner Knecht, der hat für wahr, ich sage es so, in Kopf und Herzen nur feines Stroh. Denn nur derjenige macht sich klein, so er glaubt, mehr als andere zu sein. Ariadne, wann? Von Alka Hest. Gemüt, oh, warum quälen sie so sich und die Welt? Argus, frage nicht, lebe. Woher kommt all das Übel in ihnen her? Bitte. Heimatlos. Gibt es Heilung? Es gibt nur Herzen oder Passion, jeder wählt selbst. Wird Seelenloses geboren, Herr? Sieh dich um, solange kleine Engel spielen. Warum diese Verfälschungen tiefer Mysterien und Kommerzialisierungen derselben? Sie sind bequem und haben keinen Eifer mehr und wollen nur leicht verdauliche Kost, recycelbar. Fast Food Spirits. Warum? Zeitgeist, Mammon, keine Geduld, vor allem keine Geduld. Ist Ehrlichkeit Frevel in diesen Zeiten, Herr? Ja, du bist langweilig. Woher stammt das ganze Gift in ihren Herzen? Liebesentzug und Isolation. Von wem oder was? Frage den Wind, die Hügel, das Meer, die Wüste und ihre Eltern. Jesus wurde 40 Tage lang von ihm versucht und hat es doch auch überwunden. Mythen stehen immer gut da und Gleichnisse darin dienen den Menschen als Korsett, um sich daran aufzurichten. Das ist Gottes Frevel. Nein, Frevel ist einzig und allein die Torheit aller hier auf Erden und das kontinuierliche Ausweiten dieser Welt.
Ich kann nichts ändern. Du lebst. Wie denn, Herr? Halte die Fresse und verpisse dich. Aber Jesus existierte doch, oder? Nur Liebe hat ein Anrecht auf Regentschaft hier. Und wenn es stimmt, war er ein Liebender. Und mehr braucht es nicht. Keine Wunder. Es braucht nur Heilung von innen heraus. Siehst du nicht, von Alkahest, wie es bitterlich weint um die zerschundenen Leiber und Seelen, die andere nur zu gern quälen. Siehst du nicht, sein Wollen und Streben, Speis und Trank für Leib und Seel zu geben. Siehst du nicht, wie es die Hoffnung nicht verliert, auch wenn es arg friert. Siehst du nicht, wie es gekleidet in Lumpen die Täler eurer Niedertracht durchwandert, siegelbrechend. Siehst du nicht, es hält keine Wange mehr hin, und das ist sein Gewinn. Siehst du nicht, wie ich sich ständig in dieser Geschichte, euren Hass, eure Unwissenheit, sich vom Antlitz wischt? Siehst du nicht, sein schönes Lachen, so hast du Herz, du wirst erwachen. Siehst du nicht, das kleine Kind weit oben, gut wird's genannt, man sollte es loben. Doch leider siehst du nur die Scherben aus eigenem und Fremdverderben. Sturm von Alkahest. Ein leises Rauschen, so fängt es stets an. Zaghafte Winde wehen dann. Es riecht wie kurz vor einer Schlacht, am Tag oder der Nacht hervorgebracht. Des Meeres Wellen können sich nicht mehr erhellen und werden dunkel fortan. Die Zeit eines Sturmes naht heran. Poseidons Dreizack schimmert am Meeresgrund und tut große Kraft den Menschen kund. Es stockt der Atem, die Haut wird bleich, alles hält inne. Sich. Wann folgt der große Streich? Die Zeit ist jetzt sehr nah. Ein Schatten legt sich über Berg und Tal. Das Warten wird zu finsterer Qual. Am Firmament sieht man Wolken gleich tiefster Trauer in Form und Farbe sich formieren. Und fragt sich, wer wird heute viel verlieren?